Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, hi, mein Name ist Katrin und ich bin wirklich immer zu spät an. Und genauso geht es mir mit ein paar Paketen, die mir hier zugesendet wurden. Und ich habe hier das Steine-Paket 2.0 auf meinem Schoß. Wirklich, ich glaube, liebe Grüße Martina, sie bringt mich wirklich bald um, wenn ich dieses Paket nicht auspacke. Und ich bin immer, ich muss das echt sagen, ich bin da wirklich immer so ein bisschen peinlich berührt, wenn ihr mir was zusendet. Und ich freue mich natürlich außerordentlich, dass da Menschen draußen sind. Ich meine, ich hocke ja nur hier und quassel euch voll und ihr guckt meine Videos und schreibt mir Kommentare. Und allein das freut mich immer so. Und ich möchte gar nicht, dass mir was zugeschickt wird, denn ich eskaliere doch selbst schon genug. Mir fehlen dann immer so ein bisschen die Worte und dann fehlt manchmal auch einfach die Zeit, um das zu genießen und in Ruhe auszupacken. Und irgendwie liegen dann diese Pakete hier so ein bisschen bei mir. Aber ich weiß, dass ihr euch auch furchtbar freut, wenn ihr natürlich auch, wenn ihr mir was schickt, das mit ansehen könnt, weil ihr wollt mir natürlich auch eine Freude bereiten und ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich bin ja selber nicht besser. Ich mache das auch unheimlich gerne und verschicke auch gerne mal hier und da ein Paketchen und kann das deswegen auch nachvollziehen und deswegen darf ich da auch gar nicht so viel schimpfen mit euch, wenn dann doch ein Paket ankommt, aber ich sag's euch nochmal, ich habe die größte Freude daran, wenn ich lese, ihr habt euch irgendwas Cooles gegönnt oder gekauft und ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand hingeht und für mich Geld ausgibt, nur um mir was zu schicken. Also wirklich, da reicht mir eine schöne Karte oder ein liebes Wort oder irgendetwas und ich bin so happy, könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn ich in dieses Paket reingucke, denn ich habe es, ich bin schon so weit, dass ich es geöffnet habe. Denn Martina hat geschrieben, Katrin, bitte, das eine musst du retten. Das läuft bald ab, denn hier ist auch Futter drin. Also mach dich bitte ran. Und deswegen habe ich auch hier schon reingeguckt. Und ich habe, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, das richtige Produkt rausgenommen. Martina, ich kann dich an dieser Stelle auf jeden Fall beruhigen. Ich hätte noch bis Januar 2023 Zeit gehabt. Und ich habe die ersten Steine erobert. Das sind nämlich hier einmal, und sie weiß das, ich liebe Oliven. Ich liebe Oliven. Wir hatten echt auch beim ersten Paket, was sie mir geschickt hat, Schande über dein Haupt, das war auch so ein kleines Eskalationspaket, hat sie mir Oliven reingepackt und ich habe hier welche, weil ich gesagt habe, das Paket ist so schwer, sind da Steine drin und jetzt hat sie mir nochmal Steine geschickt in Form von Oliven, was mich natürlich super freut, denn die werde ich natürlich genüsslich mampfen und ich sag euch erst gar nicht, zu welchem Anlass, wirklich, ich muss euch auch noch, ich habe auch noch andere gefilmt und muss euch das echt alles mal zeigen, ich möchte gar nicht sagen, zu welchem Anlass dieses Paket hier bei mir eingetroffen ist, aber vielleicht, also es war nicht Fasnacht, aber wir haben hier so eine kleine Party drin und hier ein bisschen Luftschlangen am Start, die mich auf jeden Fall grinsen lassen und sich hier einmal komplett in meinen Haaren verheddern. Und vielleicht kann der ein oder andere es sich auch denken, zu was dieses Paket eigentlich gedacht war. Ich habe hier auch eine süße Karte drin und ja, einmal diese hier. Für die verrückte Nudel Katrin. So verrückt bin ich doch gar nicht. Also ja, schon ein wenig. Und ich sage immer, so ein bisschen verrückt schadet nie, denn sonst wäre die Welt doch ein bisschen langweilig. Und ja, ne? Ich weiß gar nicht, darf ich das hier vorlesen? Auch wenn ein bisschen später als gedacht. Schande über mein Haupt, ich weiß. Aber mit ganz viel Liebe gepackt. Und ich packe hier mit ganz viel Liebe auf jeden Fall auch aus.
Ich hoffe, du bist wieder gut zu Hause angekommen. Ich weiß noch nicht mal. Ah, das war, ja, okay, ein kleiner Ausflug von mir. Ich hoffe, ich kann dir mit den Sachen eine Freude machen, besonders die Steine in verschiedenen Ausführungen. Also ich glaube, hier werden sich vielleicht noch ein paar Steine drin befinden. Ich wünsche dir, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass dieses Jahr ein Jahr wird, dein Jahr wird. Mein Jahr war bis jetzt, oh mein Gott. Also ich hatte ganz viel Chaos. Und sie schreibt hier so liebe Sachen und ich hatte ihr auch ein Päckchen gemacht und eine Karte und die hat einen besonderen Platz gefunden und das freut mich natürlich auch sehr. Und vielen, vielen lieben Dank für die Karte. Die wird auch wieder, das seht ihr hier gar nicht, ne? Ich habe das mal nämlich auch mal geholt. Do All Things With Love habe ich nämlich hier so ein kleines Buch und Leute, was soll ich sagen? Auch da kommen nur ganz viele liebe Menschen rein. Und da habe ich eure Karten auch alle drin, ne? Und sammle die auch. Und wirklich, wenn es mir schlecht geht, dass ich da einfach mal durchgehe, da sind wirklich so tolle Dinger mit drin. Und alle, die halt so hier reinpassen, manche sind auch ein bisschen größer und haben einen anderen Platz gefunden. Und ich glaube, ja, mit ganz viel Liebe. Und die ich von euch auch immer kriege und spüre. Und wie gesagt, das muss kein Paket sein. Das muss einfach nur eine Karte sein. Und da freue ich mich halt so riesig drüber. Und das sind für mich wirklich Erinnerungen, die ich im Herzen halte, die ich bei mir habe immer. Und ja, da kommt jetzt die liebe Martina auch einmal mit rein. Und dann widme ich einmal hier dem Steinepaket. Übrigens hat sie das auch ganz süß eingepackt. Das erste Steinpäckchen. Und ich glaube, man sieht es wieder. Ich bin wirklich, ihr dürft mir das nicht in Geschenkpapier einpacken. Ich bin so schlimm da drin. Weil ich packe das immer so vorsichtig aus. Ich habe hier noch eine Luftschlange und ich sehe etwas und das genau so müsst ihr mir das einpacken, wenn ihr mir hier was reinmacht, weil ich sonst immer ausraste. Aber wie cool ist das bitte? Martina! Hier ist nämlich hier, welche Farbe? Oh, ein Lila! Wie cool! Eine LED-Leuchtdeko zum Hängen drin. Inklusive Batterien. Oh mein Gott, okay. Also ich habe hier eine kleine Lampe drin, die man wohl aufhängen kann. Oh, die ist aber, oh mein Gott, schaut mal, die ist richtig schön. Die kann man ja auch einfach nur so hinstellen. Und da kommen wohl Batterien rein. Da sind schon Batterien drin. Oh mein Gott, ist die schön. Leute, die ist richtig, richtig hübsch. Oh, ich liebe sowas. Ich liebe solche Deko-Sachen. Auch die einmal. Wo packe ich die denn hin? Ich weiß es nicht. Ich packe sie mal da in den Hintergrund gerade. Die finde ich richtig klasse. Martina, mega, freue ich mich. Ich freue mich sowieso. Ihr werdet das jetzt wieder die ganze Zeit hören. Ich schäme mich dann immer so, aber ich freue mich da wirklich drüber. Und wenn ich das ein bisschen häufig sage oder oh mein Gott oder irgendwas, verzeiht es mir bitte an dieser Stelle, aber mir geht da immer das Herz auf und ja, ich will mich gar nicht so viel verlieren hier und wirklich, sonst packe ich nicht weiter aus. Ich hole einfach das nächste Päckchen, da steht drauf zarte Haut und auch das mache ich einmal auf und da ist glaube ich eine Creme drin oder so, ich bin mir nicht sicher. Martina, das sind diese Momente, das ist schon zu viel, Leute. Ach Mensch, für sensible und trockene Haut habe ich nämlich hier einfach eine Body Butter von The Body Shop drin. Und das ist so, gönnt euch das doch selber, warum verschenkt ihr das an mich? Ist hier mit Mandelmilch und Honig und... Ich muss natürlich, weil ich muss hier einmal kurz eindipseln und schnuppern und ich liebe ja Bodybutter und das passt jetzt gerade wieder perfekt, weil meine Haut ist so trocken und immer am Jucken und am, wirklich, die ist nur am Ausrasten, weil sich die Temperaturen alles und durch diese Heizungsluft alles umstellt
und die riecht nach Honig und Mandel. Die riecht so gut und die macht gerade hier voll die mega weiche Haut. Freue ich mich auch wahnsinnig drüber und bin im gleichen Moment wieder so, warum? Mach doch dir einen genüsslichen Abend, creme dich gemütlich ein und gönn dir das einfach. Und oh, ich merke schon wieder, dass ich hier wirklich lost bin. Und das ist erst das dritte Teilchen. Ich habe hier noch was, vertrage ich leider nicht. Deshalb an dich zurück. Die brennen bei mir, habe ich hier. Und ich glaube, ich weiß, was es ist. Oh, ich liebe die, und sie verträgt sie anscheinend nicht. Das kann natürlich sein, weil das von jedem unterschiedlich ist, ne? Oh mein Gott, und sie hat sie mir halt einfach wieder einmal retour. Das sind nämlich die Augenpads von Dalton. Ich suchte die, ich liebe die, ich finde die super, super gut. Und sage ich natürlich nicht nein dazu. Ist übrigens noch in der alten Variante. Da habe ich auch noch ein paar im Backup, weil ich suchte die, wie gesagt. Und gibt es jetzt in neuem Design, die auch umweltfreundlich verpackt sind. Und Dankeschön, das akzeptiere ich, aber auch nur, weil du sie nicht verträgst. Dann geht es hier weiter. Kann man zweimal nutzen, habe ich hier einmal und auch in so einer süßen Konfetti-Tüte. Das ist auch sehr praktisch, denn auch das muss ich nicht zu vorsichtig aufmachen. Und das kann ich hier... Oh ja, oh mein Gott, Martina, warum? Oh mein Gott, das ist wieder dieser Moment. Sorry Leute, aber von Secret Key hier eine Maske einfach, ne? Und das ist K-Beauty, Secret Key ist richtig gut und das ist, glaube ich, mit Galactomythos. Rose ist da, glaube ich, mit drin und ja, Rose Edition, wie cool ist das bitte. Ich liebe Tuchmasken, ich liebe K-Beauty-Tuchmasken und freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Wieder der Punkt, gönn dir doch selbst. Dann habe ich hier als nächstes, und ich glaube, das hier sind wieder Oliven, Überraschung, Steine, Fragezeichen. Und sie hat ja geschrieben in verschiedenen Ausführungen und die sind auch sehr gut gepolstert. Oh Martina, du bist so lustig. Die nächsten Steine habe ich einmal hier in Schwarz am Start und das sind schwarze Oliven. Und tatsächlich, also die Marken, auch die andere, sagt mir gar nichts. Und ich mag tatsächlich schwarze Oliven lieber wie die grünen, aber im Prinzip esse ich alle gerne und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, weil eigentlich wollte ich noch einkaufen gehen, gleich, weil wir was Leckeres essen wollen und wer weiß, wie sich dieses Paket noch entwickelt und vielleicht muss ich ja gar nicht mehr einkaufen gehen. Übrigens sehe ich die ganze Zeit an euch vorbei, diese Lampe und oh Gott, da hast du mir auf jeden Fall schon eine Riesenfreude gemacht. Und ich sehe hier wieder drin, okay, ich lese nochmal Futter, mein Blick wandert wieder, aber hier ist wieder so viel drin. Ich gehe mal weiter, aller guten Dinge sind drei. Das sind doch wieder Oliven. Martina, das sind doch bestimmt wieder Oliven. Ich schau mal, aber das könnte so ein Päckchen sein, weil das so ein bisschen, ja... Schön, wie Sie sehen, sehen Sie erstmal wieder nicht. Und das kann ich jetzt mal so groß aufreißen. Und ich feiere es. Und es ist so gut, weil mein Schatz, ich mag keine Oliven. Das heißt, die sind alle für mich. Hier haben wir auch mit Steine. Ich liebe dieses Steinepaket jetzt schon. Naturgereift. Einmal diese hier. Oh mein Gott, mir wird es so gut gehen. Auch die, ach, bis 2024. Guck mal, ich hätte das nächstes noch auspacken können. Ich danke dir vielmals. Oh mein Gott, ich bin so happy mit meinen Oliven hier. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Ich habe hier noch was. Sind das auch Oliven? Ich bin mir nicht sicher. Noch zartere Haut? Nein, das sind keine Oliven.
Das ist was von Asam. Das ist eine Körpercreme von Asam, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe auch ein kleines Geschenkpäckchen als Zukleber drauf. Ich meine, ich sehe einen silbernen Deckel. Und wir schauen mal, ob mein Asam-Gespürsinn noch richtig ist. Und ja. Nein. Oh mein Gott. Du süße Maus, Mann, nein. Nicht eine Körpercreme, es ist ein Peeling. Leute, es ist einfach ein Asam-Peeling. Oh mein Gott, du bist verrückt, du bist verrückt. Gönnt dir selbst, gönnt euch allen selbst. Aber, oh mein Gott, ich suchte die immer noch, ne? Sunny Orange übrigens. Ich versuche immer so durchzuschnuppern, ich sag's euch. Wie lieb ist das bitte, dass sie mir das Peeling abgibt. Ich versuche mich hier echt zusammenzureißen, weil mir das später, ich muss das Video schneiden und dann sehe ich immer, wie ich da sitze und ich meine Gefühle nicht ausdrücken kann und dann ist mir das selber immer so ein bisschen peinlich, wenn ich dann immer da sitze und ah, aber ich finde das so lieb und bin jetzt schon wieder komplett geflasht. Geh mal weiter. Ich glaube, für die Gesundheit könnte Tee sein. Das hört sich auch so an. Wie Tee ist jetzt die Frage, ob ich richtig bin und ob es Tee ist. Ja, es ist Tee. Und zwar, oh, den habe ich noch nie getrunken. Yogi-Tee-Eimer hier. Kurkuma und Orange. Und auch hier kann ich nur wieder sagen, das kommt gerade genau in der richtigen Zeit, weil jetzt fängt so richtig bei diesem ekligen kalten Wetter meine Teezeit an. Ich schnupper da mal dran, ob ich hier irgendwie... Oh, lecker. Der riecht sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Sowas mag ich gerne. Und du versorgst mich hier echt. Ich komme gleich runter mit diesen ganzen Sachen und sage, Schatzi, einfach, sorry, ich muss nicht mehr einkaufen gehen. Weiter geht es hier mit Das kann was werden. Ein kleines Blechlein drin. Oh, das ist wirklich wie Weihnachten hier. Geburtstag. Alles zusammen. Und das kann was werden. Ich muss das leider hier. Och Mensch, wirklich, nein. Schon wieder was von The Body Shop. Oh, ich liebe die Sachen, ne? The Body Shop, Almond Milk and Honey, eine kleine Shower Cream. Und die finde ich immer sehr pflegend, diese Cremes zum Duschen. 60 ml wird wahrscheinlich genauso toll duften wie diese Körperbutter. Und mein Gott, ey, wirklich. Du verrückte, süße Nudel. Dann habe ich hier eins. Vielleicht könnte das mal was für unterwegs sein. Und das ist auch so eine... In der gleichen Form. Gehört das vielleicht auch? Martina, wenn da wieder so Dinger kommen, wirklich. Ich sage, ich möchte ein Steinepaket. Und da, also du warst ja auf einem guten Weg hier mit deinen Steinen und den Oliven. Und ich sehe schon wieder den Body Shop, ne? Nein. Oh, aber lecker. Es zählt als Essen quasi bei mir. Es ist ein Schauergel mit Strawberry. Okay, das geht als Essen durch. Als Genussmittel, sage ich mal. Vielen, vielen Dank. Auch da werde ich jetzt einfach... Oh mein Gott, es riecht so gut. Ich muss da dran schnuppern. Oh, es riecht richtig, richtig gut. Auch dafür, oh Mensch, du Süße. Tausend Dank. Dann habe ich schöne Lippen. Meine Lippen sind gerade so ein bisschen... ausgetrocknet hier. Ich bin gespannt. Vielleicht ist da ja irgendwas drin. Was meine... Ich mache das hier gerade so kompliziert auf, ne? Aber ich komme hier gerade sonst nicht dran. Was ist es? Es ist, glaube ich, aber kein Lippenpflegestift, sondern ein Lippenstift, der erobert werden will. Oh! Martina. Ein Buttercloss von NYX in einer traumhaft schönen Farbe. Oh mein Gott. Oh, ich liebe solche Farben. Ich hatte noch nie von
Nix, ein Butterkloss. Hört sich sehr pflegend an. Bin ich gespannt drauf. Werde ich gerne benutzen. Kommt auf mein Schminktisch direkt. Das könnte von mir sein. Diese Beschriftung könnte definitiv von mir sein. Ist das jetzt lecker oder weiß nicht oder einfach Auch da werden wir natürlich einmal reingucken. Habe ich schon erwähnt, dass ich hier wieder super praktisch veranlagt bin. Also ihr könnt mir noch so viel Scheren schicken, ne? Also noch so viel. Wenn ich ein... Ich habe sie trotzdem überall immer rumfliegen. Nur nicht da, wo ich sie gerade brauche. Das ist ein lecker. Oh mein Gott. Oh Gott. Leute, ich habe Hunger. Ich möchte das gerade futtern. Es ist von Reese's etwas. Ich liebe Erdnüsse. Oh mein Gott. Erdnüsse und Schoki und Karamell. Das ist einfach so. Oh, das ist eine Kombination. Wirklich, die bringt mich so richtig zum Träumen. Das ist so ein bisschen so ein Stück Himmel für mich. Und hier auf jeden Fall ein kleines Stück Himmel zum Genießen für mich. Dann habe ich hier etwas Großes. Es steht aber drauf für ein schönes Make-up. Es hört sich ein bisschen flüssig an. Das könnte tatsächlich ein Fixing Spray sein. Smudge-proof. Martina, ich möchte dich gerade liebevoll erschlagen. Darf man das so sagen? Du bist verrückt. Schreib mir, ich werde verrückte Nudel. Leute. No way. Hör doch auf. Wirklich. Nein, das ist wirklich, das ist zu viel. Leute, ich kann nichts mehr sagen. Das ist wirklich, das ist Zucker, 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 aber du kannst mir doch nicht so was Teures hier reinpacken. Sie hat mir hier echt den All-Nighter, dieses Setting Spray reingepackt und ich liebe dieses Setting Spray, das ist richtig, richtig gut, ne? Also richtig, richtig, richtig gut und das hält und ich finde gerade keine Worte. Wirklich, es tut mir leid an dieser Stelle, das ist ganz schwer gerade für mich, dieses Video weiter zu filmen, weil ich weiß natürlich, ich muss auch mit euch reden, aber ich sitze hier gerade und denke mir, verrückt, verrückt. Tausend Dank, wirklich tausend Dank. Ich möchte jetzt aber wirklich nur noch Futter hier sehen, weil sonst ist es echt wirklich dieses Peeling allein, die Sachen von Body Shop, Schätzelein. Ich gehe mal zu nochmal Futter, um mich einfach abzulenken. Und auch da habe ich schon erwähnt, dass ich Erdnüsse liebe. Oh mein Gott. Ich habe gestern meinen letzten gegessen tatsächlich, weil ich dachte, ich esse die so gerne. Mr. Tom, I love it. Da sind wir wieder bei diesem Süßen und Erdnüssen und eigentlich dürfte ich gar keine Erdnüsse essen. Das darf ich gar keinem erzählen, ne? Hat eine längere Geschichte, vielleicht erzähle ich euch das irgendwann. Aber ich kaue ganz, ganz fleißig meine Erdnüsse und dann kann ich die auch essen und ist bislang eigentlich gut gegangen. Ah, Peanuts in Karamell, ein weiteres kleines, beziehungsweise zwei weitere kleine Stücke vom Himmel für mich. Dann habe ich hier für die Seele etwas. Oh, das könnte Badesalz sein. Einmal hier. Das könnte tatsächlich Badesalz oder sowas sein. Und das ist wirklich für die Seele. Mmh. Oh, wie cool. Denk an dich, Pflegebad mit Bio-Aprikose und Minze gibt es hier einmal. Oh mein Gott, ich muss baden gehen, ich sag's euch. Und einmal Happy Sunrays, ein Badesalz von Isana. Und irgendwas... Weil das riecht so lecker hier gerade raus. Ich weiß es nicht. Wie süß ist das eigentlich hier mit den Schmetterlingen und dieser Biene? Ich glaube, das... Oh mein Gott, das ist das hier, was so gut hier durchduftet. Denn da ist so eine kleine Duftprobe. Riecht mega gut. Oh mein Gott, gibt es das noch? Ich brauche mehr davon. Oh mein Gott, richtig, richtig meins. Dann habe ich hier ein Tut gut.
Und das hört sich auch nach Badesalz an, meine ich. Und ich muss irgendwann bei Martina auch mal vorbei und Schränke anbringen. Also wirklich, irgendwann kriege ich Schatzi überredet, dass er auch mal bei dir anhält. Und oh mein Gott, da ist auch sowas. Duftprobe hier riechen. Auch von Isana hier. Oh mein Gott, diese hübsche kleine Disney-Prinzessin, ne? Hier von Aladdin, die Jasmin. Oh, das riecht auch gut. Mit Orange und Jasminduft. Mm. Das riecht auch richtig, richtig toll. Und ja, sowas tut immer gut. Das macht man manchmal, weil es dann schnell gehen muss und so. Ne? Ich bin dann meistens so ab unter die Dusche und nehme mir die Zeit einfach nicht zum Baden. Wobei das immer so fantastisch gut tut. Was, glaube ich, auch sehr gut tut, ist einmal Futter. Denn das erscheint mir, als hätte ich hier eine Schokolade in Händen. Und auch da schaue ich natürlich einmal mit euch rein und bin gespannt. Oh nein, das gibt's als Schokolade? Das gibt es als Schokolade? Warum kenne ich das? Oh mein Gott, Milk Chocolate Reese's als Schokolade? Ich raste aus. XL, ja, danke schön. Alter, mein Speichel sammelt sich. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig Lust habt, irgendwas zu essen und sich der Speichel sammelt, weil ihr da reinbeißen wollt, weil ihr das förmlich schon in eurem Mund spürt? Geht mir gerade so. Wusste ich nicht, kenne ich nicht. Und hey, Schoki läuft auch niemals ab und über Schoki freut man sich auch immer und ich besonders. Und jam, jam, lecker, sage ich nur. Und jetzt habe ich hier noch ein Riesenteilchen ganz unten und Martina, ich sage dir, zwar kein Peeling, aber richtiger Duft, Asam Chai Latte, sage ich euch, das kann nichts anderes sein und oh mein Gott, bitte, es ist auf jeden Fall Asam. Oh, I love it. Der Duft, oh mein Gott, Leute, der ist so gut und ich finde es so süß, weil ich dann auch immer diese Chai Latte Sachen geschickt bekomme und ich freue mich da immer noch so riesig drüber, weil dieser Duft, Leute, das ist so mein kompletter Wohlfühlmoment und dieses Schauergel, das ist so gut. Ich liebe das. 500 ml. Backup. Ich sag's euch, das darf nicht ausgehen. Ich bin da selber schon so eskaliert, weil ich so Angst hatte, dass es diesen Duft irgendwann nicht mehr gibt. Und ja, Chai Latte gibt es noch bei Asam, aber danke. Ich freue mich riesig darüber und ist für mich ein, eigentlich geht er immer Duft, aber gerade wenn es so wirklich nass und feucht und eklig ist, ist das so ein Duft, der einen einfach so in wolliges Wohlbefinden einlullt und tausend Dank, wirklich, für dieses kleine Eskalationspaket. Es ist wirklich diese Lampe, ich bin verliebt in diese Lampe, sage ich euch. Hier sind so schöne Sachen drin, ich muss über die Steine, ne? Ich muss über diese Oliven einfach unheimlich lachen. Diese kleinen Wellness-Momente, die du mir reingepackt hast. Diese kleinen übertriebenen Sachen, die du mir reingepackt hast. Tausend Dank an dieser Stelle, Martina. Wirklich, tausend Dank. Das hätte echt nicht sein müssen. Und das weißt du ganz genau, hoffentlich. Und ich freue mich natürlich. Und das ist dieses, wo ich und immer wieder sagen werde und mich wiederhole, weil einfach versuche euch das rüberzubringen, damit ihr das versteht. Ich freue mich von ganzem Herzen über diese tollen Sachen, aber ich gucke auch diese Sachen an und denke mir halt im gleichen Moment, lass es dir gut gehen und nutz die Dinge für dich. Und natürlich, wenn da was dabei ist, was nichts für dich ist, dann okay, freue ich mich darüber, aber ich freue mich auch über Futter, sind wir ehrlich. Ich freue mich über solche Sachen, die ich dann bei mir haben kann und euch einfach so ein bisschen wie diese Karten einfach bei mir platzieren kann, euch nah bei mir haben kann in dem Sinne. Und
Ja, Lavaravava. Ich mache den Schweigefuchs, wirklich. Da kommt jetzt immer nur noch dasselbe Geprappel raus. Und ich könnte ja mal ins Blattdeutsch gehen, weil das Martina versteht mich, wenn ich so schwätze. Ne? Wir kommen so ein bisschen aus demselben Raum und sie lacht immer so ein bisschen, weil sie genau weiß, dass ich eigentlich auch so, manchmal kommt das bei mir halt durch. Und habe manchmal auch so einen kleinen Blattdeutsch- und Hochdeutsch-Mix, was sich dann immer so ein bisschen lustig anhört. Und Leute, ich wollte den Schweigefuchs machen, ne? Martina, wir sprechen uns noch. Und ihr anderen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir zu entdecken, wie verrückt die kleine Steineschickerin eigentlich wirklich ist. Und wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin vielleicht auch ein bisschen gefasster. Macht's gut. Tschüssi.